Joho Leute, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Zugegebenermaßen mit einem Tag Verspätung, aber hey, lieber spät als nie, oder? Hehe. Naja. Beim letzten Mal haben wir dieses Dungeon hier in Angriff genommen. Wir hoffen sehr, dass wir hier das vierte und letzte Element finden, auf das wir das heilige Schwert endlich wieder vervollständigen können. Und ich würde sagen, setzen wir unsere Erkundung direkt fort, denn ich persönlich habe eigentlich vor, das heute nach Möglichkeit noch abzuschließen. Was ich besonders schön finde, wir haben zwar bisher weder Karte noch Kompass, aber schon mein persönliches Lieblingsitem aus diesem Spiel. Ich liebe den Greifenmantel. Whee! Oh crap, wo kommt die denn plötzlich her? Hätte der eine nicht da runterrennen können? So nach Motto, wah, und weg. Nimm das. Spürst du die Macht des Totenkopfs, den ich nach dir werfe? Ach du Heiliger. Oh shit. Jetzt wird's spannend. Ah! So viel dazu. Ach. Ja. Ich glaube, ich schnall das. Hä? Okay, jetzt bin ich endgültig konfus. Oh, das war knapp. Aber jetzt bin ich hier. Haha. Danke. So. Eieiei, nee, darauf habe ich kein... Aua. Mist. Oh, shit. Wuhu! Hä? Jetzt aber. Langsam gehen mir die Herzchen aus. Das ist nicht so gut. Okay, andererseits, mir fällt ein, ich habe ja noch, ich habe ja noch eine Fee dabei. So, und hier wird's jetzt, kritisch. Ah! Ach stimmt, ich muss den gar nicht besiegen. Ah, ich bin gar nicht da. Lalala, ich dachte gerade, ich muss die kaputt machen, aber muss ich gar nicht. Oh, shit. Mir gefällt das Füllniveau meiner Herzchenleiste gar nicht. Hups, ich hatte ja gar keinen Schwert mehr ausgerüstet. Boah, ich will das Herzteil da unten. Nicht nur, weil ich dann ein Herz mehr habe, sondern schlicht und ergreifend, weil ich dann wieder Leben hätte. So, und wo geht's jetzt entlang? Kann ich darüber springen? Ja, ich hoff's. Sonst ist meine Fee schneller in Benutzung, als mir lieb ist. Oh, hier geht's höher. Also fliegen wir wahrscheinlich auch ein gutes Stück länger. Woohoo! I believe I can fly. Und noch höher. Und höher. Und puff. Nein, das war so nicht gedacht. Hust. Aber seltsam, bei so einem Sturz verliere ich keine Herzchen. Nö, nö, nö. Das ist ja auch überhaupt keine Höhe, bei der man sich sämtliche Knochen im Leib brechen könnte. Oder auch nur ein Bein. Au, ach, das war mal wieder so vorhersehbar. Wenn hier mal wenigstens irgendwo ein Herz auftauchen würde, aber nein, wir verstecken innerhalb des Dungeons keine Herzchen. Warum auch? Ach, nee. Oh, shit, jetzt wird's unangenehm. Warte, ich habe eine Idee, die vielleicht etwas weniger gefährlich ist. Damit ich nicht versehentlich in seine Kugel da rein... ja. Much Intelligence und so. Wow. Es wirbelt schneller und das finde ich noch beunruhigender. Komm schon, wirf deine Kugel aus, auf dass deine Deckung geschwächt sein möge. Puh. Warum müssen hier gleich zwei von den Viechern rumstehen? Würde eins nicht für den Anfang reichen? Hallo? Ja, so rum bringt mein Schild allerdings nichts. Hallo, werf doch mal deine blöde Kugel. Danke. Oh, ich bin gespannt, wie viele Pfeile ich dafür brauche und ob die überhaupt ausreichen. Weil ich habe ehrlich gesagt bei meinem aktuellen Lebensstand verdammt Schiss, dem Viech zu nahe zu kommen, trotz Fee im Gepäck.
Ach Mutter, eigentlich wollte ich die nicht benutzen müssen. Oh, wie viel packt das Vieh denn? Ich könnte natürlich versuchen, eine Bombe zu schmeißen, aber dadurch, dass ich die Zeitzünderbomben noch nicht habe... Jetzt wirbeln die schon wieder schneller. Und das ist so nervig, dieses penetrante Piepsen, weil ich zu wenig Leben habe. Warum müssen das zwei sein? Warum müssen das zwei sein? Das macht die Sache nicht einfacher. Naja, tatsächlich, der Pfeil kommt nicht durch, solange die hier vor sich hin wirbeln. Boah, wie viele Pfeile frisst das Vieh denn noch? Na toll, ich glaube, der Pfeil ging gerade in den rein, dem es nichts ausmacht. Ach, Mann. Komm. Putt, putt. Putt, putt, putt. Na, war ja klar, dass das nichts wird. Sind echt ausdauernd. Oder hat das gar keinen Effekt, obwohl das Ding kurz rot aufleuchtet? Könnte ja natürlich auch mal wieder sein. Ich war noch nie so froh über den blöden Schild, mal ganz im Ernst. Komm schon, putt, 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 putt. Langsam glaube ich echt, das macht so keinen Sinn. Das bringt doch nichts. Das gefällt mir nicht, aber ich muss wohl näher ran. Es ging gerade fast in meinen Rücken. Ich, oh, fuck. Ja, dafür ist der jetzt weg. Ah, ja, weil ich das Geld unbedingt brauche. Ich bin ja so arm. Ich habe fast keinen Rubin in der Tasche. Da brauche ich unbedingt noch 50. Ja, tatsächlich. Ich glaube, die Viecher waren gegen Pfeile immun. Und wenn da jetzt kein Schlüssel runtergekommen wäre, dann wäre ich ausgetickt. Jetzt brauche ich dann noch einen. Oh, shit, das schon. Jetzt wäre ich fast in den blöden Schocker reingerannt. Ja, toll, Rubine spendieren sie mir, aber bloß keine Herzen. Nein, nein, nein. Können wir das Spiel nicht einmal einen Gefallen tun? Ach genau, weil blöde Programmierung, was das betrifft. Haha. Grummel. Ha! Ah, ein Herz! Ein Herz! Oh, wie schön. Wir fehlen nur noch. Keine Ahnung, wie viele. Oh, crap. Wenn ich hier jetzt das Timing versemmel... Ah, hat funktioniert. Sehr schön. Ja, nee, ist klar. Verarscht mich doch, oder? Gut, er ist weg. Und an den komme ich schlecht ran, solange der Windchen weht. Oh Mann, jetzt gehe ich wahrscheinlich darüber, dann taucht er jetzt auf der anderen Seite auf. Ha, ha. Weg, weg, weg. Jetzt kann ich mich nämlich um den hier in Ruhe kümmern. Nachdem ich den anderen so glorreich da hinten runtergeschmissen habe. Oh, ne. Zeit, mal wieder eine Runde den Kopf zu verlieren. Badumtisch. Ein paar schlechte Witze müssen sein. Okay, das war jetzt gerade genial. Flupp und weg. Das gefällt mir. So könnte es von mir aus hier gerne öfters laufen. Gegner verlieren ihren Kopf und stürzen in ihren Tod. Yikes. Okay, und wie komme ich jetzt darum, ohne dass mich ein Skelett anspringt? Indem ich einfach so ausdauernd dastehe und drauf einschlag, bis ich es erwisch. Ist natürlich eine Methode. Komm. Zwar bevor das blöde Schockteil wieder da ist und mir eine wischt. So, jetzt komme ich hier durch. Wir haben immer noch keine Karte, oder?
Nee, und auch noch kein Kompass. Ich vergesse jedes Mal, dass ich wieder die Starttaste drücken muss, um da rauszukommen. Nee. Tja, dann geht's nun wohl da rein. Herzchen? Eventuell? Vielleicht? Bitte? Ja! Oh, danke! Ich wiederhole mich möglicherweise, aber ich leide ein kleines bisschen unter Höhenangst. Andererseits, da unten? Link, genau vor deiner Nase. Wagen wir es dennoch? Ja, müssen wir ja wohl. Ganz schlechtes Gefühl? Ja, genau das meinte ich. Alter, der Typ kann mich hier problemlos runterschmeißen. Oh, crap. Komm, put, 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 renn in die Bombe. Komm schon. Ja. Fazit. So wie er mich hätte runterschmeißen können, konnte ich ihn runterschmeißen. Oh, Mann. Was ist das denn? Diese Plast ist innen ja noch größer. Nein, jetzt nicht abschrecken lassen. Nur noch ein kleines Stück, Link. Oh, das klingt nach Herz. Aber ich weiß genau, hier gibt es auch ein paar... What? Grafikfehler! Ein paar ätzende Gegner. Ja, 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 genau das meinte ich. Alter, ich habe gerade erst mein Leben aufgefüllt. Blödes Vieh. Stacheln, Stacheln, Stacheln. Oh nein! Oh, Halleluja. Ich hasse die Mumien. Ich mag sie nicht. Und ich glaube, ich habe da oben jetzt irgendwie das Herzteil vergessen. Aber okay, das war jetzt gerade echt lästig. Aber ich weiß auch nicht, wie ich da hingekommen wäre. Ich hätte es zwar schon gern, aber... Wie hinkommen ist die Frage. Boah, Alter. Dieser Grafikfehler gerade ist echt lästig. Der ist richtig lästig. Aber noch so ein doofes Vieh. Hopp, hopp, stirb. Komm. Ja, brav. Okay, dann gehe ich wohl erstmal hier rein. Ich glaube, sonst gab es auch gerade keine andere Möglichkeit. Nett. Nett. Es wird immer schlimmer irgendwie. Ja, treffen können sollte man natürlich auch noch. Komm. Komm. Nicht du, nicht du. Ich ziehe nämlich gerade gar nicht in deine Richtung. Muhaha. Ich will da nicht drauf treten, weil wenn ich da zu lang stehen bleibe, lerne ich schon wieder fliegen. Und zwar auf eine unschöne Art. Ich habe so viele Pfeile verschossen. Schon. Komm, komm, komm. Yes! Und weg. So. Dicke Portion Ärger weniger. Jetzt hier umgucken, ohne lang stehen zu... stehen zu bleiben. Hier muss man echt schnell... nein. Schnell sein. Langsam beschleicht mich das Gefühl, wir kriegen den Tempel heute doch nicht mehr fertig. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn darüber, aber ja, kein Problem. So. Was erwartet mich hier? Noch ein Schlüsselchen, hurra. Ah, genau, und jetzt komme ich dadurch. Was mir auffällt, dadurch, dass wir vorhin den blauen Teleporter gefunden haben, das bedeutet, wir haben quasi gerade mal die Hälfte von diesem Dungeon hinter uns. Oh Gott. Und jetzt kommen auch noch die blöden Bombenviecher hier. Wenn ich da reinfliege, dann macht's BUMM und gewaltig Aua. Und auf Abstürzen bin ich auch nicht gerade scharf.
Oh, shit. Nein, lass mich los. Oh, fuck. Genau deswegen hasse ich die Mumien. Boah. Lästige Viecher. Tschüss. Nein! Hätte ich nicht wenigstens durch das Mittelloch fallen können? Och Mann. Nicht lustig. Habt ihr vielleicht nochmal Herzchen für mich? Ja, habt ihr wenigstens das. Schnief. Gott, ist das deprimierend. Also, auf ein neues. Andererseits, wo komme ich denn hier hin? Ernsthaft? Ernsthaft? Und dafür habe ich diesen ganzen Umweg gemacht? So, noch mal ein paar Herzchen wären ganz nice. Komm, eins noch. Ah. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen. Andererseits, mich beschleicht gerade so ein Gefühl. Aber was soll's? Ich will das nun ausprobieren. Jex! Dodge Roll! Bam! Ah, stimmt, genau. Hier konnte ich ja noch nach oben gehen. Ah. Ah, hier waren wir doch schon mal. Ja, auf der anderen Seite halt. Aber hier waren wir schon. Ich dachte gerade schon, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ah, mein Hintern brennt. Hasse Feuer, Magier. Allgemeinfeuer. Da renne ich immer wie so ein Bekloppter. Also, wahrscheinlich kommt da jetzt noch der Kompass raus. Okay, ich glaube, ich habe den Kompass vorhin gefunden und es nicht richtig registriert. Die mag ich auch nicht sonderlich. Aber noch schlimmer sind die, die von der Decke kommen. Nach dem Motto, bleib zu lange an einem Fleck stehen und du bist weg. Och, nicht schon wieder. Au. Ja! Nein, ich werde nicht aggressiv. Nein, nicht bei diesen blöden Gegnern, die ich so abgrundtief hasse. Warum denn auch? Ganz ruhig. Mir geht es gut. Ich werde nicht zum Schrei-Let's Player. Nur wegen so einer Lappalie. Ah. Hab gesehen, dass wir hier demnächst wieder Schluss machen müssen. Mist. Warten, 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 warten. Boom. Jetzt bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das reicht, um darüber zu springen. Hua! Cool, reicht. Und ich habe sogar einen Schlüssel für die Tür. Nice. Aua. Oh. Ah. Ich will nicht. Ah. Ah, Glück gehabt. So. Au. Ah.
Okay. Au. Au. Alter, Link, du sollst die blöde Bandage anzünden und dich nicht schädigen lassen. Okay. Das ist wohl eindeutig. Wir machen jetzt noch eine Runde Badaboom. Ich glaube, dann reicht's für heute erstmal. Schade, das Dungeon ist länger als gedacht. Aber gut, es gibt auch irgendwie Sinn, dass die immer länger werden und nicht mehr kürzer. Nun ja. Meine MB-Zahl sagt mir auch, ich sollte den Part langsam beenden, sonst habe ich wieder technische Schwierigkeiten. Hehe. Ich habe keine Lust, das schon wieder durch Virtual Dub laufen zu lassen. Also dementsprechend und weil wir inzwischen auch schon bei der ungefähren Standardlänge eines Zelda-Parts angekommen sind mit knapp 22 Minuten, würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, vorausgesetzt, eine Aufnahme fällt nicht schon wieder aus irgendwelchen Gründen aus. Lalalalalala. Aber ich bin optimistisch, dass das klappt. Nun, damit bin ich für heute raus und ja, bis zum nächsten Mal, eure Tabi.